dieser Beat, ja? Er treibt, er treibt. Trigger warning. Ey, yo, Kasse! Habt ihr Bock auf das nächste Match oder was? Ich habe ein bisschen Angst. Ja, krass, das ist schon das zweite Event in Kassel, ne? Jetzt war ja wieder, vor ein paar Tagen war ja wieder Event in Kassel. Soll wohl ein geiles Freestyle-Turnier auch gewesen sein, ein paar geile Acapellas. Pay-Per-View könnt ihr auf jeden Fall abchecken, Link hau ich unten rein. Das hier zu frech zu hosten, weil ich Angst habe, im Klassenbuch zu landen. Aber begrüßt mal die beiden Kontrahenten, Alter. Aufgefallen durch sehr gute Leistungen in letzter Zeit. Mach mal bitte richtig Lärm für Niles! Yeah! Ja, also man sieht es an der Statistik. 4 Wins, 0 Losses, 1 Unjudged. Und wo ich das gerade sage, John Jones is back, yo! John Jones gegen Cyril Gann. Ich glaube, 4. März, Heavyweight Championship. Geil, aber unfassbar scheiße, dass Francis Ngannou es hinbekommen hat, so viel zu verlangen oder, ja, dass der einfach nicht, dass die einfach den Superfight nicht hinbekommen haben. Ich denke, jeder wollte Francis Ngannou gegen John Jones sehen, wenn sich einer jetzt denkt, was für Namen benutzt der. Aufgefallen durch sehr gute Leistung seit langer Zeit. Boah, da bin ich mal echt auf die Statistik gespannt. Der hat ja locker schon 20 Battles, da würde ich mal sagen, so 6 gewonnen, 8 verloren, 6 unjudged. Mach mal bitte richtig Lärm für den Monarch aus Luxemburg, mach mal Lärm für T-Way! Yeah. Ach, doch nicht so viele, 14. 5 gewonnen, 3 verloren, 6 unjudged. Sterbe! T-Way wird beginnen. Bitte die Fresse halten, auch dort hinten an der Bar, sonst gebe ich dir einen Dropkick. Wenn du nicht kommst. Wenn ich so weit komme. Was machst du? Alles klar. Respekt. Ja, richtig. Richtig. Erste Runde, Schnauze da hinten. Erste Runde. T-Way, let's go, Alter. Instagram-Zitate. Niles braucht fettere Gegner, obwohl fetter als T-Way. Oder besorgt T-Way schon mal einen großen Bodybag. Versteht ihr? Einen großen Bodybag. Das ist dein Publikum. Also komm schon, gib ihnen das, was sie gern hören. Etwas, das ihr Kleinhirn befriedigt und ihre letzten zwei Synapsen noch antörnt. Sowas wie, T-Way ist ein schlechter Lehrer, weil er fett ist. Ja, Mann, das wird doch zerstören. Von meinetwegen lege ich noch 20 Kilo zu, damit ihr begreift, wie viel Platz mir hier gehört und damit Kassen was geht. Yeah! Das ist er also, der Gewinner des großen Breakthrough 2. Ein Turnier mit krassen MCs wie... Ja, okay, du weißt. Aber juck dich nicht. Denn schlussendlich hast du ja den Scheiß gewonnen. Aber Breakthrough 2 war wie Paralympics. Und Breakthrough 1 hatte schon Hiding John. Und du bist also the man of the moment? Leute, ernsthaft. Die Final-Highlights von diesem derben G. Also, erstmal muss man sagen, das Intro von T-Way ist eigentlich gut. Aber die Crowd fühlt es nicht, weil irgendwas... An seiner Delivery, an seiner Vortragsweise, vielleicht auch wie der redet oder wie er eigentlich rüberkommt, der lässt den Funken nicht überspringen. Also er muss hart, hart, hart strugglen für Haymaker. Und das ist irgendwo ein bisschen unfair, aber irgendwo kann man da auch nichts gegen machen, weil es ist ja die gesamte Crowd ist ja so. Und er hat sich das Intro bestimmt auch ein bisschen krasser vorgestellt, ein bisschen lustiger, dass mehr Reactions kommen. Aber das ist bei ihm oft der Fall, dass halt, er guckt auch viele Ami-Battles und von der Betonung her adaptiert er da auch viel. Der ist ein guter Battle-Rapper, mit dem kann man eine Card, no pun intended, gut auffüllen. Aber, ja, ein guter Junge, ein guter Battle-Rapper, aber halt wirklich auch nicht mehr. Aber es ist schön, dass es so jemanden in der Szene auf jeden Fall gibt, das ist gar keine Frage, weil der halt, ja, der lief halt auch immer ab und es ist, und liefert auch gut Material für seine Gegner, deswegen. Aber an der Stelle wollte ich mal ganz kurz sagen, an der Stelle Entschuldigung, Niles, falls du das hier siehst, und du siehst es zu 100%, wegen Relevanz. Oder du bist irgendwann irrelevant und machst du noch Reaction-Videos auf YouTube. Genau. Top-Tier-Takeover ist dann seit Jahren mal wieder das erste
ausverkaufte Event. Bruder, ist Cynic wieder auf der Karte. Sorry an dich, Niles, auf jeden Fall, dass ich dich bei der Zukunft des deutschen Battle Raps vergessen habe. Wirklich straight up vergessen. Ich habe in den Kommentaren gesehen, was mit Niles, was mit Niles. Ich habe so, ach stimmt, Alter. Was mit Niles? Ganz klar da ganz oben mit dabei, wenn nicht sogar noch über den zwei, drei genannten. An der Stelle, sorry. Das habe ich übrigens auch schon nach seiner ersten Appearance bei irgendeinem Pimmels Battle habe ich schon das angemerkt oder vorhergesagt, dass der Typ noch rasieren wird. Sorry. Waren ein Italienisch und ein Pferdeskim. Beim ersten dachte ich, du träumst von einem Ritt durch die Steppe. Beim zweiten dachte ich, ach lustig, Luigi hat die falschen Pilze gefressen. Doch dann gegen Mars kam das Queen-Scheme. Manche dachten, wie dope. Ich dachte bloß ich. An der Stelle muss man sagen, T-Way weiß auch, was ein Scheme ist. Deswegen sind das, möchte ich sagen, auch alles wirklich Schemes, die er meint. Idiot, damals ja so Queen Scheme, kurz danach so Queen tot. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es dieses shakige in der Stimme. Vielleicht, ich glaube, wenn Chris Kotzen zum Beispiel dieselbe Line gebracht hätte, hätte die mehr gezogen. Einfach wegen der Art, rotzig, Stimme, Delivery. Manche Lines haben einfach auch was mit dem Typen zu tun. Und er hat sein richtiges Ding noch nicht gefunden. Er will zu sehr dieses... Ja, ich weiß auch nicht, wie man es beschreiben soll. Das ist super schwierig. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und damit will ich den nicht knocken oder so. Ne, ihr wisst, ich habe schon Props gegeben. Die Queen! Trotzdem wirst du weiter von den Briten hier gebucht. Jamie, wie behindert bist denn du? Schau ihn an. Seine Aura riecht nach Latexpeitsche und Zwingerklappbesuch. Ey, wer zum Fick ist dieser Dude? Man nimmt von Svetschko und von Chris Kotzen die Optik, von Marsby die Delivery, von Mikesh die Setups und den Wortwitz, ein paar Zeigefinger, ja so hat Neid sich hier gemacht, doch der gehört gecancelt. Bei all den Sachen, die er sich schon angeeignet hat. Ey, wie du... Boah, Dickerchen. Das geht jetzt fast durch die ganze Runde so. Es tut mir fast schon ein bisschen leid. Es liegt wirklich an der Betonung auch. Gehört gecancelt. Bei all den Sachen... Das ist halt dieses, der gehört gecancelt bei den ganzen Sachen, die der schon angeeignet hat. Der wird gecancelt. Bei den ganzen Sachen, die er sich schon angeeignet hat. Das ist halt Ami-Style, dieses Pause lassen und danach so... Vocal Projection, aber das zieht einfach nicht. ...die er sich schon... Zeigefinger, ja so hat Neid sich hier gemacht, doch der gehört gecancelt. Bei all den Sachen, die er sich schon angeeignet hat. Ey, wie dreist du dich vermarktest, überschreite deine Grenze. Kommst in die Höhle der Löwen ohne eigene Patente. Nichts eigenes, nicht mal ein Social Media Grind, über den ein Fan sich freuen kann. Aber er ist noch nicht so weit, denn das Internet ist für uns alle Neuland. Und unser Angry Dad hasst Maskenrapper und sagt zu Daytona, Maske tragen sei ein Wacker Move. Doch ich sperr dich eine Stunde mit Robscue ein und der erzählt dir was von MF Doom. Nee, Niles, vergleich dich lieber mit Kollega, denn für ihn ist der Boss ein großes Genie. Doch dein Gesicht und sein Mindset verpassen beide die Evolutionstheorie. Und jetzt komm, bring deine fetten Bars. Nee, als MC bist du langweilig, austauschbar, nicht für mich als Endkunde. Deine Weste ist so weiß. Dealer wird die wegschnupfen. Come on! Das tut weh. Das tut richtig weh. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Eine Runde geht komplett ins Leere. Fehlerfrei performt. Es kommt nicht an. Das wäre so, wie, als hätte ich mich gegen in dem ersten Titelmatch gegen Mighty Mo damals noch, als ich mittendrin gemerkt habe, scheiße, ich habe hier voll ins Klo gegriffen, ich habe das Thema verfehlt. Als wenn ich dann nach einer guten oder nach einer Line, die mir gefällt, gesagt hätte, hey, was ist denn los mit euch jetzt? Kommt doch mal, come on. Das ist doch noch, das macht's doch noch viel schlimmer. Sterb in Würde, Alter, stirb in Würde. Nee, als MC bist du langweilig, austauschbar, nicht für mich als Endkunde. Deine Weste ist so weiß, Dealer wird die wegschnupfen. Come on. Nee, es gibt nicht mehr als dieses Ha-ha-ha-ha. Da gibt's nicht mehr, auch wenn du Come On sagst. Natürlich sind das nette Leute, die dich dran halten und dann auch das machen. Aber das ist doch falsch. Ist doch nicht natürlich. Come on! Das tut so weh. Und deswegen nochmal. Austauschbar, nicht für mich als Endkunde. Deine Weste ist so weiß, Dealer wird die wegschnupfen. Come on! Damit bist du mein
Ende des Tages nichts als ein anonymer Hurensohn. Und das macht Sinn, denn so passt du doch perfekt zu deinem Publikum. Und jetzt komm, bring deine fetten Bastore, schraub dir deinen Lebenssinn. Denn der Wal löst deine Träume auf wie in Link's Awakening. Bring nochmal die Merlin-Story, den neuen Twist kriegst du noch hin. Aber schaut euch die letzten Jahre an und hinterfragt, wessen Geschichte denn wohl stimmt. Überzieh wieder deine Runde und kämpfe wie ein Feigling. Zeig uns wieder eine Collage oder zeig uns endlich mal, wer Niles ist. Sammel deinen Hass los und dann rap dich in Rage. Doch bedenk, es gibt Punktabzug, fehlt die Quellenangabe. Yeah. Erste Runde, Niles! Erstmal kurz bevor es losgeht, dieses Battle with Mortica. Auch dreimal Nike auf deinem Pulli macht dich fett, sag nicht sportlich. Yeah. Und da muss man sagen, also es ist offensichtlich ein Freestyle, weil er vorher nicht wusste, was er anhatte. Natürlich hat er dafür jetzt 5-6 Minuten auf der Bühne und vielleicht noch vorher Zeit gehabt, als er das gesehen hat. Aber Battle wird Morddicker, Fettsack nicht sportlicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist natürlich für einen Freestyle stark. Nicht übergenial, weil, wie gesagt, lange Vorbereitungszeit, guter Speicherraum, aber trotzdem sehr weit oben anzusiedeln. Kurz bevor es losgeht, dieses Battle wird Morddicker. Auch dreimal Nike auf deinem Pulli macht dich fett, sag nicht sportlich. Yeah! Und somit haben wir schon die Reaction des Battles so far. Niles hat noch keine written line performt. Also das war jetzt eine krasse Reaktion als alles, was TUA vorher gemacht hat. Ergo, an der Crowd liegt's nicht. Und ich bin nicht, ich mach hier Auge, ne? Ich mach hier Auge. Ich mag T-Way, ich feiere, dass der Battle Rap supportet. Der ist ein guter Battle Rapper, habe ich alles schon gesagt. Der ist fleißig. Der rappt auf einer Sprache, die nicht seine Muttersprache ist. Das ist krass. Es geht jetzt um dieses Battle. Für wen? Ja. Ich meine, was geht? Für wen der Trottel sich hält? Ich habe 3 Swoosh aus meiner Brust. Ich roll doppelt so schnell. Gib mir Jamie einen Kartoffelkloß aus Luxemburg. Und ich frage mich nur, was denkt er denn? Ja, stell dich Nikes auf seinem Weg zur Spitze hier erstmal so einen fetten Bremsklotz hin. Schon Schweinerei, aber juck dich. Geh dabei nicht kaputt, ich ramm dich gar nicht. Ich fahr an dir vorbei und bespuck dich. Ich bin für dich nicht zu erreichen. Oben in meinem Monster Truck mit so dicken, fetten Reifen. Du hörst meinen Wagen noch mit Wuhan so an dir vorbei. Oben in meinem Monster Truck mit so dicken, fetten Reifen. Du hörst meinen Wagen noch mit Sohn an dir vorbeizischen und siehst meinen Heckspoiler mit Mittelfingern schmeißen. Ja, und du kannst nur staunend mit offenem Maul da stehen und Staub fressen, du Arsch. Und der voll aufgeregt. Hat da einer fressen gesagt? Das hier ist meine Stage. Guck dich um, Kamera, Licht, Crowd, das gehört mir, alles mir. Sogar deine Leute freuen sich mehr auf meine Performance. Keiner ist hier wegen dir. Ich könnte hier allein stehen, den ganzen Abend rappen. Ich schwöre, alle rasten übelst aus. Dich hol ich nur kurz mal aus der Kiste, wenn ich etwas zum Verprügeln brauche. Das ist Delivery des Todes gegen Delivery, die tot ist. Kein Plan, was Specki heute bringt, doch sicherlich nichts Dopes. Du bist jemand, der über seine eigenen Punchlines lacht in dem Bett. Warum machst du denn das? Ja. Hat dich deine eigene Pointe dann so krass überrascht? Mal, was du für ein Hampelmann bist. Erzählst einen geistlosen Pisswitz und denkst dann, den kannte ich noch nicht. Guck dann immer so bestätigend heischend, du erbärmlich fetter Wichser. Guckst dich um so, bis du merkst, dass keiner mitlacht. Doch gegen Dealer hat's funktioniert. Da hat die Crowd kurz reagiert. Nur an der falschen Stelle, da war T-Way sichtlich irritiert. Ihr wisst doch noch gar nicht, was kommt. Doch, jeder deine Pointen fahren eingerahmt von einem ganzen Trupp feierlustiger Karnevalisten, versteckt in einem Glaskasten, 4 Zeilen vor dem Endpunch voraus und halten Lautsprecher in die Höhe, aus denen klingt es Tötö, Tötö, ich bin die Pointe, ich bin die Pointe, gleich komm ich dann witzlustig, Tötö. Deinen notlustigen Zwangshumor habe ich schon als Grundschüler verachtet. Ich hol das Bolzenschussgerät und die Sumpfkuh wird geschlachtet. Jetzt ich kill dich todsicher, messer dich mit Flowsticker. Du bist der beste Rapper in Luxemburg. Cool, ich bin der beste Rapper in meinem Wohnzimmer. Merkst du, drauf wie ein Wanks, fick deine Bauernexistenz. Mein Rap von einem anderen Stern, obwohl ich aussehe wie ein Mensch. Und ich bringe auch gern Referenzen auf Lines meiner Gegner. Doch ich musste merken, dass das bei dir gar nicht geht, du Versager. Weil sich niemand an irgendwas erinnert, das du jemals gesagt hast. Obwohl, du hattest eine krasse Line. Doch, die mit dem T-Shirt, mit den Titten.
Ja, die war echt unglaublich. Erinnert ihr euch noch? Nee? Ja, guck ich auch nicht. Ja, ist aber, ich glaube, viele aus der Crowd kennen die Line von T-Way auf jeden Fall. Das sind die einzigen Titten, die du noch sehen wirst. Du schreibst Zeilen zum Vergessen, Pointen durchsichtig wie Plexiglas. Bist das mit Abstand langweiligste, das ich jemals gebettelt habe. Egal wie oft du deinen fetten Arsch auch noch auf diese Plattform hiefst. 178 Battles, aber doch bloß eine Randnotiz. Du komplett inspirationsloses Sondermüllprodukt. Dein Dasein macht tausenden Detli-Fans ihre Sonntage kaputt. Aber in ein paar Jahren bekommst du safe den übelsten Hype. Alle so, boah, echt? Du warst mal auf einer Bühne mit Niles? Also, klarste Kiste, 1-0 Niles. Ja, seht ihr ja selber. Hätte mich nur interessiert, ob das wirklich das Rundenende war. Weil es war ein komisches Rundenende. Heftig. Ich weiß nicht, ob der das reingemacht hat oder ob es geschrieben war. Safe den übelsten Hype. Alle so, boah, echt? Du warst mal auf einer Bühne mit Niles? Ja, könnte sein. Trotzdem ein bisschen strange. Aber natürlich, ja. Mörderrunde, 1-0 Niles. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das jemand anders sieht. Zweite Runde. Seid ihr bereit, Technik? Genau. Zweite Runde. T-Way. Manche fragen sich, wann Niles endlich mit dem Gürtel um den Block zieht. Ich frage mich, wann macht dieser Hurensohn den Jotti? Denn der hält sich für Gott. Und wenn man genauer betrachtet, was dieser Nils so kickt und sich fragt, welche Werte dieser Nils vertritt, dann will man doch lieber fix ein Nihilist. Und da gab es eine Aussage, die dem Ganzen die Krone aufsetzt. Denn ohne Augenzwinker, ohne Punchline und ohne Konzept sagst du zu Mars B, dass du hoffst, dass er an seinen Depressionen verreckt. Du willst Depressionen triggern? Kompletter Spaß und ohne Rücksicht? Dann wird er sich das Leben nehmen. Bist du dann endlich glücklich? Ja, es ist hart. Wenn dann die Line ist doch ein Rip-Off, Alter. Das ist doch von Mikesh gegen Robscure. Wenn Merlin sich von seiner Freundin trennt, wärst du dann glücklicher? Wärst du dann ein besserer Mensch oder irgendwie sowas? Ist doch, also klar kann man das, wurde wahrscheinlich schon voll oft gesagt, aber da kann man keine Reaktion erwarten, weil die Line thront ja da drüber. Augenzwinker, ohne Punch. Und dann gab es. Und natürlich sagst du in einem Battle, oder es war ein Battle, oder? Und sich fragt, welche Werte dieser Nils vertritt, dann will man doch lieber fix ein Nihilist. Und dann gab es eine Aussage, die dem Ganzen die Krone aufsetzt. Denn ohne Augenzwinker, ohne Punchline und ohne Konzept sagst du zu Mars B, dass du hoffst. Aber das hat er doch in einem Battle gesagt. Natürlich sagt man, wenn man zu jemandem sagt, ich hoffe, dass du an Depressionen verreckst, natürlich sagt man das in einem Battle, sagt man dann nicht, und ich hoffe, dass du an deinen Depressionen verreckst. Nee, das ist doch Battle. Also ist doch, hä? Im Battle, wenn er es privat gesagt hat, ohne, ey, Spaß und so, nicht ernst gemeint, ist übelst scheiße, hat er einen Punkt. Aber ich denke, der spricht jetzt auf dem Battle an, oder? Und es ist doch klar, dass man die Line dann ohne alles so einfach ins Gesicht trotzt. Dass er an seinen Depressionen verreckt. Du willst Depressionen triggern? Kompletter Spaß und ohne Rücksicht? Dann wird er sich das Leben nehmen. Wirst du dann endlich glücklich? Ja, es ist hart, wenn in einem Raum voller Menschen die Einsamkeit antritt. Der Körper nur noch eine leere Hülle ist, der die frühere Leichtigkeit vermisst. Dir der Kopf fast platzt, weil du denkst, dass du der Welt alleine bist und doch keine Ruhe hast, weil es immer eine Stimme gibt, die gerade spricht. Wenn dir immer eine Stimme gibt, die... Und das ist auch klar, dass das dann passiert, weil du gehst voller Enthusiasmus in ein Battle, bist der Meinung, du hast einen geilen Text. 95% davon kommt nichts an. Dann kommt der Gegner mit Sachen, die krass gefeiert werden, wo er aber, glaube ich, weil das ist auch bei ihm ein Fehler, dieser fehlende Punchline-Filter, dieser fehlende Realismus, was jetzt wirklich knallt und was nicht knallt und was zurecht knallt und nicht. Ich glaube, T-Way in seinem Kopf denkt sich so, die erste Runde von Niles war gar nicht so crazy, Alter. Warum rasten die alle so aus? Und wenn das dann passiert, deine Runde floppt so ein bisschen, seine Runde haut rein, obwohl die nicht übercrazy ist in deinen Augen, dann fängst du deine zweite an, hast auch noch ein paar Lines und die ziehen auch nicht. Dann, wie man es gerade gehört hat, wird man halt schneller und dann liegen die Haspler oder Jokes nicht mehr fern, leider. Total menschlich.
dir der Kopf fast platzt, weil du denkst, dass du auf der Welt alleine bist und doch keine Ruhe hast, weil es immer eine Stimme gibt, die gerade spricht. Wenn dir immer eine Stimme gibt, die gerade spricht, wenn man schreit, doch keine von den Stimmen leiser wird. Absolutes Chaos und dann das Ziel immer mehr entwischt. Die Stimmen werden lauter und reden nur noch unter sich, bis es einem vor den Augen dunkler wird und es nichts mehr gibt, was die Stimmen unterbricht. Aber ey, genug von deinem Unterricht. Und dieses hier, also mit den Armen, so dieses, ist so, das war ein geplanter Haymaker. Ich weiß, war geil, aber Reactions sind da, aber nicht so, wie er es erhofft hat. Klaviert und es nichts mehr gibt, was die Stimmen unterbricht, aber ey. Es kommt halt, ey, ohne Spaß, man würde es halt gerne mal, ich würde ihn halt gerne mal auf Luxemburgisch, sofern es die Sprache überhaupt gibt, hören. Oder die Luxemburger mal fragen, ob das auf deren Sprache authentischer kommt oder ich glaube, das liegt wirklich daran. Weil, wenn du einen Diepen, also, so, die Leute so, das ist übrigens ein Misslied, nennt man sowas. Ich habe irgendwo auch ein falsches Wort gelesen. Dann nennst du was auf jeden Fall ein Misslied, dass du Leute in eine Richtung schickst und dann sagst, also habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, du sagst, ja, hast du so und so? Ja, okay, war doch nicht so und so. Und er so, ja, aber was? Aber jetzt genug von deinem Unterricht, nach dem Motto, es ging gar nicht darum. Es ging darum, hat Duff übrigens perfektioniert bei diesem Red Dead Redemption Ding, ne, mit dem Ding aus dem Off am Ende, mit dem Switch, war auch ein geiler Misslied. Es muss halt krasser kommen. Genug von deinem Unterricht. Gotcha. Und jetzt hat die Fresse bei dem Part. Du bist Lehrer in Bielefeld. Klingt nach Fantasy-Roman. Come on! Ja. Und du siehst gar nicht aus wie ein Mathe-YouTuber. Die sind allesamt cooler. Und auch bei mir denken nice. Kritisch, wie entspannt und smooth kann man sein. Parallel dazu baut dieser Dulli for Life das Jugendwort des Jahres in seinem Unterricht ein. Ey, du Crip-Walks nicht durch Schulgänge. Du creepst entlang von Schulbänken. Was sind das für Zustände? Dann betrittst du das Klassenzimmer, formen Schüler mit Stiften schon ein Pentagramm. Dann für die Community bist du ein schlechterer Lehrer als Senior Chang. Und du bringst niemandem was bei. Ey, da muss ich dich enttäuschen. Denn du bist Deutschlehrer an einer deutschen Schule und unterrichtest Deutsch für Deutsche. Seine. Ja, Deutschlehrer unterrichten wirklich Deutsch. Also drei von den vieren wären valid. Fächer, Deutsch und Geschichte. Was denn lieber? Na, deutsche Geschichte. Also was für Lehrer-Battle. Das hier ist ein Mismatch. Für Sprachen gibt es Bubble und den Rest deines Jobs regelt dein Geschichtstext. Doch ich unterrichte hier die Crowd. I hope that you will get that, because 2 plus 2 is 4 minus 1, that's 3 quick maths. Die kann man in die Kommentare schreiben, was er damit meint. Ist offensichtlich eine Referenz auf irgendwas. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Battle ist. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich ein Rap-Text, oder? Aus dem Track. Dein Geschichtstext. Doch ich unterrichte hier die Crowd. I hope that you will get that, because 2 plus 2 is 4 minus 1, that's 3 quick maths. Big Facts. Und ihr seht, Mathe ist ganz einfach. Denn nicht jeder Ticker kann Deutsch, hat aber wenigstens den Dreisatz. Und es gibt auch den Nilsatz. Ey, fliegt die Papierkugel quer im Raum und hört die Flugmeier erst am Schädel auf, dann fällt dem Hund und dein Herrchen aus. Und jetzt zeig mal deine Halbplatze. Ey. Der hatte die schon. Ist das, Mann? Altsatz. Ey, fliegt die Papierkugel quer im Raum und hört die Flugmeier erst am Schädel auf, dann fällt dem Hund und dein Herrchen aus. Und jetzt zeig mal deine Halbplatze. Ey. Und wie du deinen Pflichten als Lehrer nachgehst, ist einfach grob und schlampig. Deine Prinzipien sind fragwürdiger als die von Dolores Umbridge. Wenn du sagst gegen Heiding, der fette Jonas kriegt aufs Maul und du gehst dran vorbei. Denn er ist ein moppeliger Streber und deshalb ist das okay für Herrn Niles. Ein Schülerprofil, das nicht in dein Weltbild passt, wird also zu Recht gemobbt. Frage, warum hast du als Lehrer noch einen festen Job? Aber drehen wir den Spieß mal um. Stell dir vor, man hänselt deine Kinder. Weil ihr staut sich innerlich die Wut. Sie kommt immer öfters mit blauen Flecken nach Hause. Du willst was dagegen tun. Aus Selbstzweifel werden Depressionen. Ihnen fehlt immer mehr der Mut. Und dann hoffe ich, dass sie an ihren Depressionen... Na, ich bin doch keine Missgeburt wie du. Zweite Runde. Also ganz klar besser als die erste auf jeden Fall. Nice. Let's go, Alter.
Wie süß du hier moralisch kommst. Klar, sowas feiern hier die Leute. Doch Mars und ich sind cool. Er weiß, was Battle Rap bedeutet. Ja. Das alles ist T-Way. Ein durch fragwürdige Genexperimente illegal gezeugter Riesenhamster. Der nur selten sein Laufrad benutzt, doch sich schon durch die ganze Galaxie gemampft hat. Und ihr sagt jetzt, ach Mann, akzeptier den doch mal so, wie er ist. Das kann doch nicht so schwer sein. Aber dann fahrt mal im Sommer in einem vollen Bus und dann steigt der ein. Alle Schweiß. Ich schwöre, fetten Lines, kleinen Lines, Mutterlines. Es gibt Leute sind unendlich kreativ, ne? Die werden einfach nicht alt. Drüsen auf volle Pulle und ja, bis zur Haltestelle waren das gewiss 3-4 Meter und der 2x Döner mit alles Atem erfüllt jeden Kubikzentimeter. Und ihr sagt Lines darüber, dass der Dicke stinkt, voll fies, dagegen kann er nichts machen. Doch wer von euch hier auch einen Körper hat, der weiß, man kann den auch waschen. Aber dafür müsste man ja aufstehen von der Couch. Das wäre ja mega der Schwachsinn. Wozu hat man sich denn gerade aus leergefressenen Pringles-Dosen einen Katheter gebastelt? Schön kreativ. Versteht mich nicht falsch. Mir ist natürlich scheißegal, dass der fett ist. Mich regt eigentlich nur auf, dass der so wahnsinnig wack ist. Es gibt da den luxemburgischen Track Nimmenbänger. Ja. Der ist von Burst und diesem Sackgesicht. Plus dem Typen mit den blonden langen Haaren und dem Dackelblick. Drei Jungs, die treu am Schwanz des Ami-Rap-Phrasenschweins hängen, droppen Lines wie Rappe nicht so wie die anderen und loyal zu der Gang. Euch scheint das gar nicht aufzufallen, doch ich find's irgendwie schon witzig, dass die Lines zusammenzukicken schon ein Widerspruch in sich ist. Aber dann kommt die Hook. Eiser riechste nie, Klängspiel, lustet simme Rapper, Köfke Peach, mir mein Speed, mir mein Nimmebänger. Nimmebänger, Nimmebänger. Ich weiß nicht, gibt's hier zwei, drei Leute, die kein Luxemburgisch sprechen? Lass mich kurz mal übersetzen. Wir sind drei seelenlose Hundesohnwelpen, die zwischen räulich ausgeführtem Handwerk und Kunst keinerlei Unterschied kennen. Und wir haben extra ein Video gemacht zu unserem schrottreifen Produkt, weil wacke Musik zwar kaum wer hört, aber doch manch einer guckt. In dem Video kommt dein Kumpel... In dem Video kommt dein Kumpel Bursty mit einem Basie und der haut drauf. Du deutest dann RV-mäßig Knarren an, so pow, pow. Ein halbdunkler Raum, wow, und die Cam am Wackeln. Man merkt, ihr habt es drauf. Ja, Jungs, wirklich, ich war so fasziniert. Ihr drei habt es voll kapiert. Ihr wisst ganz genau, wie so ein Rap-Video funktioniert. Niemals mit den Konventionen ficken. Denn dann läuft man ja Gefahr, ein paar Hip-Hop-Heads zu triggern, das doof zu finden. Geht auf Nummer sicher. Bleibt in eurem Panic-Room, da geht ein Satz wie loyal zu der Gang als echter Endzeit-Move. Und Luxemburg ist kollektiv begeistert. Wir haben irgendwas gemacht, auch wenn's nur irgend so ein Scheiß war, scheißegal. Hauptsache, wir haben irgendwas gemacht, sogar mit Video auf YouTube. Luxemburg ist eine Macht, doch sei mal ehrlich. Nach der ersten Euphorie, dass das voll fresh ist, wurde dir nach dem dritten Hören circa auch klar, dass das Trash ist. Ging bei mir ein bisschen schneller. Hören musste ich das nicht wirklich. Wusste, dass es Müll, als ich gesehen hab, dass der Track von dir ist. Hat was damit zu tun, wie ich dich finde, nämlich Scheiße, nämlich Kacke, nämlich Kotze, nämlich Pisse. Also nicht besonders toll. Du glänzt zwar, aber das ist fett und sicherlich kein Gold. Put your hands up in the air für T-Ways Missgeburtenmucke. Doch wenn ich will, rolle ich mit Hip-Hop über Busse. Time. Auf jeden Fall eine eher schwächere Runde von Nice. Hat sich jetzt nicht so auf seine Paraderolle die geilen Punchlines fixiert oder verlassen. Ja, also eher so ein Engel ausprobiert. Ich finde, der ist misslungen. Also der Musikengel mit dem Musikvideo hat jetzt nicht so reingeknallt, finde ich. Richtig leer für die beiden. Also die Runde könnte man auch unentschieden geben oder wenn man will auch an T-Way. Hier hin, Leute, aber mal jetzt. Ich sage bewusst, wenn man will. Wollt ihr? So, dritte und letzte Runde T-Way. Ey, schon krass, was du den Leuten hier für so Lügen auftischst. Du kannst nicht Deutsch unterrichten, Luxemburgisch auch nicht. Ey, Frikane holt sein Abi nach und trotzdem soll er seine Träume begraben. Dass du sowas als Lehrer sagst, zeig mir. Du hast einen deutlichen Schaden. Ja, wir sollen Fachwissen vermitteln und dafür sorgen, dass Kids beim Blick auf ihre Zeugnisse strahlen. Doch ist es als Lehrer nicht unser Job, Menschen zu motivieren, nach ihren Träumen zu jagen? Denk mal zurück,
an deine Träume. Du hast Musik gemacht und dir ein paar Ziele ausgemalt. Dann hast du Jotti gesehen und wusstest, die Kombi Rap und Lehrer hält ein paar Risiken parat. Und so stand Nils dann vor der Wahl, ließ sein Hobby fallen und entschied sich für den stinknormalen Familienalltag. Stolz erzählt zu deinen Schülern von früher und wie es einmal war. Von deiner Zeit als Rapper, von dem Referendariat. Doch am Ende der Stunde bist du dann wieder mal gefragt: Herr Nils, wir sollen an unsere Träume glauben. Warum haben Sie es nie getan? Hey, ich war auf der Splash-Bühne. Da warst du beim Gartenfest am Kuchen essen. Und das Highlight deines Spießerlebens. War die Rasenmäher-Tuning-Messe. Hey, du bist immer nur am Meckern. Alles war gut, wie es mal war. Die ganze Jugend ist am Marsch. Lass mich raten. Deine Lieblingslieder sind der Böhmermann-Song und der Boomer-Track von Klaas. Aber die Mucke von Heiding, die schlug dir krass aufs Gemüt. Weil er hat einen Song gemacht über Obstsorten. Ja, okay, hab ich auch nicht gefühlt. Aber deiner Meinung nach soll er es mit Musik lassen, weil er nichts zu sagen hat? Doch du machst seit über 10 Jahren selbst keine Musik. Und ja, Nils, das sagst uns was. Verlangst nach Songs mit Emotionen und das nehme ich zur Kenntnis. Doch weil er nichts bewegte mit Texten, war seine Musikkarriere nach einer EP schon beendet. Ja, so leicht ließ der sich auf seinem Weg schon ausbremsen. Doch wahre Champions besiegen mit Mut und Willen stets ihre Schwächen. Und vielleicht bin ich kein Superstar, doch darum geht's nicht letztendlich. Aber auch ein Song von mir kann mal dein Leben verändern. Kurz vorm Splash dieses Jahr bekam ich von einem Mädchen eine Message. Sie schrieb mir, was hier passierte und von ihrer schlimmsten Zeit, was sie seelisch so kränkte. Toxische Beziehung, Kampf gegen Krebs. Sie trotzte jeglicher Challenge und schrieb mir, meine Musik gab mir die Kraft, sich wieder ins Leben zu kämpfen. Und ihr fragt euch jetzt sicher, wo ich das Ganze hier erwähne in dem Battle. Na, ich hab mit meinem Stift schon mehr Leben gerettet, als du mit deinem Leben beendet. Get the fuck out of here. Denn genau darin liegt der Unterschied. Du willst Mars für den Tod? Ich schenke Menschen Lebenskraft. Push sie bis ans Limit. Glaub daran, dass jeder was bewegen kann. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Immer den steilen Weg entlang. Ein Teil meiner Geschichte. Für dich nur ein kleiner Nebensatz. Ich sag mal ganz kurz, weil viele natürlich von euch, glaube ich, auf einen Kommentar warten. Ich sag mal so, der alte Cynic, der hätte sich jetzt natürlich drüber lustig gemacht, dass ein Mädchen existiert in erster Linie, die T-Way-Musik hört und die den nicht irgendwie persönlich kennt oder irgendwie aus demselben Dorf kommt oder so. Ein Mädchen, was die Musik von T-Way hört und sehr, sehr krank ist und sich dadurch hat bestärken lassen. Sollte die Story wahr sein, ist es eine gute Sache. Aber ich denke, es ist die Pflicht des nächsten Battle-Gegners von T-Way, das vielleicht mal zu hinterfragen oder mit Punchlines zu begraben. Kurve gekriegt oder Kurve nicht gekriegt? Du warst zu Hause auf der Couch und alles nervte dich bloß. Die Midlife-Crisis überkam dich. Es pumpte das Testosteron. Jetzt bist du wieder da, doch die Erkenntnis bleibt wohl. Deine besten Jahre sind vorbei wie bei Sylvester Stallone. Zu derselben Zeit wurde ich in Luxemburg der Champ auf dem Thron. Kam nach Deutschland, denn für mich war kein... Ich finde immer krass, auch weil ich jetzt selber das danach spiele, ist nochmal... Ich finde aber krass, dass Battle-Rapper Midlife... Ebensatz. Warst zu Hause auf der Couch und alles nervte dich bloß. Die Midlife-Crisis überkam... Midlife-Crisis. Also ich habe auch eine Midlife-Crisis auf jeden Fall schon mehrfach attestiert bekommen. Nils auch. Ich glaube, jeder ältere Battle-Rapper hat das schon mal irgendwie an den Kopf bekommen. Midlife-Crisis. Ich finde, wir könnten das mal irgendwie beerdigen. Na, Cassius Clay hat es, glaube ich, auch zu mir gesagt. Weil ich glaube, kein Mann in der Midlife-Crisis würde Battle-Rap machen. Also Midlife-Crisis ist ja was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob es ein festgelegtes Alter für eine Midlife-Crisis gibt. Für mich war das früher immer irgendwie so 40, du wirst 40, 40 und 40 und 50 irgendwie, dass du dann auf einmal nur mit jungen Frauen und Autos und willst jetzt auf einmal noch irgendwie so High Life machen. Aber ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die irgendwie Ende 30 sind oder sich denken, boah, ich werde jetzt fast 40, Alter. Fuck, Alter. Ich glaube, ich sollte nochmal vor 200 Leuten in einem Kasseler Gewölbe jüngere Männer beleidigen. Ich glaube nicht. Es pumpte das Testosteron. Jetzt bist du wieder da, doch die Erkenntnis bleibt wohl. Deine besten Jahre sind vorbei wie bei Sylvester Stallone. Zu derselben Zeit wurde ich in Luxemburg der Champ auf dem Thron. Kam nach Deutschland, denn für mich war kein Ziel und keine Grenze zu groß. Doch im Fokus stand immer letzten Endes die Passion. Du hast die Jahre... Man muss echt mal sagen, also T-Way ist, glaube ich, ich,
Ich kenne nicht mal ansatzweise jemanden, der mehr für Battle Rap, der mehr Zeit, glaube ich, und auch, glaube ich, Geld in Battle Rap investiert hat. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich, ob der so ein Rich Kid ist, wie Merlin das gesagt hat, ob der aus gutem Elternhaus kommt, ob der nicht, ob der sowieso viel Kohle hat. Nichtsdestotrotz, selbst wenn er das Geld hat, der fährt, der ist überall. Der wohnt in Luxemburg und der ist überall. Ich bin auch überall, aber dann habe ich mal einen Auftritt, habe ich mal einen Auftritt da oder werde eingeladen oder es passt irgendwie gerade, weil ich eh viel unterwegs bin. Aber der ist wirklich überall. Und der ist auch, glaube ich, der Einzige, der noch mehr Hallo the Dawn Merchandise hat als ich. Also so Battle Rap, US Battle Rap Merchandise. Er kennt sich krass aus. Also der ist ein richtiger, richtiger Battle Rap Nazi auf jeden Fall. Also wenn es in Luxemburg eine Person gibt, die das genauso machen könnte wie ich hier, dann wäre es auf jeden Fall T-Way. Der hat maximale Ahnung von Battle Rap. So viele Battles schon gemacht, supported, kennt sich aus, fährt für Battle Rap kilometerweit. Geil, an der Stelle auch mal auf jeden Fall Respekt dafür. Also keiner zeigt, glaube ich, mehr Liebe zum Game. Kein aktiver Battle Rapper zeigt, glaube ich, mehr Liebe zum Game als T-Way. Jahrelang auf Hip-Hop geschissen, doch jetzt erweckt in dir wieder das Rapper-Syndrom. Doch du kannst mit deinem Stift die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Die Audiokassette ist tot. Ja! Yeah. Okay. Dann war das der Lamp für T-Boy. Dritte und letzte Runde. Nice, let's go, Alter. Du versuchst gegen D-Line in deiner dritten eine deepe Retalk-Runde zu kicken. So für den Ah-Effekt in der Crowd. Denn das machen ja jetzt alle. Also klar, dann machst du das auch. Aber ich rate dir, spar dir das lieber mal aufzuspringen auf den Zug. Konzentrier dich darauf, witzig sein zu wollen. Das ist schon ausbaufähig genug. Sagst ihm, du hattest deine miese Kindheit, deshalb nimmst du Drogen. Und man sieht, da ist er echt entsetzt. Und dann zeigst du, wie man einen krassen Finishing-Move in einem Battle setzt. Deswegen gibt es zum Abschluss dieser Runde keinen Siebenfach-Reim oder einen stabilen Vergleich, sondern ein von Herz ernst gemeintes Dealer. Du tust mir einfach leid. Mitleid als Endpunch ist schon unfassbar geil. Aber wieso tut er dir leid? Ich meine, wie dumm kann man sein? Müsste ich zwischen eurer beider leben? Eins wählen, nehme ich 100 pro seins. Ja, lieber säße ich ein paar Monate. Lieber säße ich auch ein paar Monate im Knast und teilte mir die Zelle mit einem sadistischen, zweifachen Mörder, als ein Leben lang gefangen zu sein im eigenen Körper. Ja, Dealer snifft vielleicht für zwei. Du frisst dafür für drei. Dir ist danach nur schlecht. Er ist wenigstens high. Das ist gut. Und ja, Dealers Mädels heißen Molly oder Emma. T-Ways Mädels heißen Pommes und Nutella. Und du liebst sie, oder? Stark. Besonders Nutella, die ist ja auch so sweet. Doch verstehst du, was für dich der Zucker ist, für ihn sein Speed? Willst du ein Wochenende mit ihm MDMA schmeißen Weißer und so Engel. Viel ballern, wie du Bastard nur kannst? Kein Hungergefühl, das reinkickt, du trinkst nur Wasser und tanzt. Willst ohne zu pennen und zu fressen durch Clubs ziehen und mit der Nase über den Tresen? Es wären mit Abstand die gesündesten drei Tage deines Lebens. Ja, somit ist das Battle auch entschieden. Monster Engel auf jeden Fall. Monster Engel. Aus einer Kleinigkeit wie Mitleid für Dealer weiterspinnen. Warum hat der Mitleid? Ja, der ist doch da selber ein Scheißleben. Okay, wenn ich wählen könnte, würde ich das leben. Wenn der jetzt aber die Habits von dem übernimmt, was wird das für sein Leben bedeuten? Richtig geil. Monster Engel perfekt exekutiert. Wenn es jetzt hier vorbei ist. Ich würde mir auch eher Dealers Mucke anhören als die von diesem traurigen Punk. Und versteht mich nicht falsch, ich habe mir Dealers Mucke kurz mal gegeben, seitdem höre ich mir die auch nicht mehr an. No front, Dealer Diggi, wenn wir Freunde wären, vielleicht würde ich deine Mucke hören. Dich supporten und sagen, Leute, kauf den Shit. Wenn wir Freunde wären, würde ich sagen, was machst du da, hör auf damit. Aber wir sind keine Freunde, also brauchst du auch nicht so zu tun, mein Bester. Quatschte mich in Düsseldorf voll mit, ah, du bist auch Lehrer? Und was hast du für Fächer? Meine Fächer sind Smalltalk betreibenden Mäulern die Zähne raustreten, du Fettgeburt. Als ob ich Bock hab, mit dir Scheiße zu reden. Nur weil wir zwei den gleichen Beruf haben, sind wir noch keine Kollegen. Also fresse jetzt, du Ork. Oder was sind denn deine Fächer? Ich schätze mal nicht Sport. Wir freunden uns an, komm, wir smilen, happy sunshine auf Fotos. Aber du bist so schwanz- und niveaulos, da kommt ganz sanft Aggression hoch. Ich geb dir liebevoll einen Rückhand-Punch, so als Bro-Code, und man sieht deine fetten Backen 2 Minuten schwabbeln. Ganz und slow. Oh,
Dreh dich um. Reicht mir noch nicht. Bück mich nach dir. Heb dich noch mal hoch. Zum Glück habe ich gut Rücken trainiert. Ich bin ein trächtiges Walross, doch ich kann das handeln, du Loser. It's like 1993, Lex Luger, Body Slams, Yokozuna. Yeah. Yeah. Bodybag geburied ja auf grausame Weise. Und Burger King Luxemburg schreibt eine Traueranzeige. Thirsty und langer Dattel stehen da, sind am Flennen. Oh, er war immer loyal zu der Gang. Doch Alter. Nicer Callback. Anderen ist dein Tod egal, sie feiern meinen Victory. War 6 feet deep, ich glaub für den buddel ich 16 feet. Und schreib den Bullshit, voll der Bullshit, Mann, was soll das? Wenn der Grabredner dann meint, dass du als Mensch so richtig toll warst. Junge, was für toll, du warst ein todeslangweiliger, unkreativer Krepel-MC. Und Junge, was für Mensch, wir fallen 12 Bauernhoftiere ein, denen du ähnlicher siehst. Und als 4 Mulis den XXL-Sarg in die Kapelle ziehen und man den ansieht, wie geschafft die sind, ist das dein allererster Auftritt, der Leute wirklich mal zum Lachen bringt. Und der Pfarrer sagt, wir erinnern uns noch alle an T-Ways eine krasse Line. Und dann fällt ihm keiner ein. Weißt du warum? Weil das gar nicht geht, du Versager. Weil sich niemand an irgendwas erinnert, das du jemals gesagt hast. Es ist, als wärst du niemals hier gewesen. Egal, wie sehr du diese Plattform liebst. 179 Battles, doch nicht mehr als eine Randnotiz. Was bleibt von dir, wenn ich dich kill? Außer ein Fettfleck auf der Stage. T-Way töten heißt, ich heile Battle-Rap von AIDS. Dein Tod kann gut zu trauern. Das ist schon ein großes Glück. Denn ich bring tausenden Dilltilly-Fans ihre Sonntage zurück. Geil. Dickerchen. Ich habe das Gefühl, bei dir haben ein, zwei Sachen, die du dir vorgenommen hast, nicht ganz so funktioniert. Bei dir hat es gefühlt heute alles gezündet und deswegen gebe ich es an dich. Cooles Battle. Nicht, nicht, dass du schlecht warst, du warst auch gut, aber bei dir war einfach irgendwie Killer. Ja. Hast du Lust zu judgen, ja? Ja, machen wir. Also, Spaß beiseite. Also erstmal fand ich ein sehr, sehr geiles Battle. Du bist erstmal direkt richtig geil eingestiegen, indem du auf diesen seinen Pulli direkt eingegangen bist, fand ich sehr, sehr witzig. Hast du auf jeden Fall die Spannung erstmal direkt so das gezeigt, in welche Richtung es geht. Hast es dann auch gehalten. Klar, es ging größtenteils darum, dass er fett ist, aber du hast es halt wirklich so lustig verpackt, dass selbst, obwohl er es dir vorher gemacht hat, dass es halt jedes Mal gezündet hat. Das heißt, wie Marc da schon gesagt, nicht, dass du schlecht warst, aber er hat einfach das Level so hoch gesetzt, dass man da schwer rankommen kann. Du hast es heute leider nicht geschafft. Ich gebe es auch an ihn, aber trotzdem. 100% der Punchlines eindeutig an Nights, es war Weltklasse gepuncht, keine Frage. Aber T-Way hat hier versucht, auf eine andere Art und Weise zu treffen und ich finde, das hat auch gezogen, auch wenn die Publikum-Reactions es nicht gebackt haben. Aber trotzdem hat das auf einer anderen Seite nochmal richtig reingehauen, deswegen ist das für mich nicht ganz so eindeutig. Aber am Ende des Tages und wenn man sich auch die End-Reaction nochmal anguckt, gebe ich das ganz, ganz knapp an Nights. So. Vielen Dank. Respektiere ich, es hat einfach nicht die Durchschlagskraft gehabt wie bei Niles. Mit ihm können wir auch aufhören, das ist der gute Nizer. Nächstes Auge folgt auf jeden Fall auf Nizer gegen Shih Tzu. Das auch gibt einen Mörder-Angle in dem Ding. Unfassbar lustig, freut euch schon mal darauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt die Event-Tim-Tour-Links, kommt mich live auf meiner Tour besuchen. Ab April geht's los, es geht bis in den Oktober rein. I think I'm in every city near you. Haut rein, meine Lieben.